Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der heutigen Folge werden wir nach Delos. Delos, glaube ich, hieß es. Genau, wir müssen Kriegsvorräte zerstören. Das ist hier drüben. Und ja, das werden wir auch gleich mal jetzt machen, würde ich sagen. Ich hoffe mal, das läuft alles so reibungslos, wie ich mir das vorstelle. Dann können wir da eigentlich gleich zum Schiff porten, oder? Jo. Porten wir gleich hin, weil wir müssen eh auf das Schiff rauf. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Ich glaube, zum Schwimmen wäre es zu weit gewesen. Als Sieger, die kann man nicht anlegen. Okay, benutze Feuer, um die Kriegsvorräte zu vernichten und die Startstärke zu verringern. Zerstöre die Waffenstände, um die Startstärke zu senken. Machen wir, zerstören alles. Dann haben sie auch nichts mehr zu fressen, die Jungs. Und dann ziehen sie vielleicht auch ab, wenn sie keinen haben. Wenn es sich nicht mehr lohnt, für den Befehlshaber zu kämpfen. Wir speichern aber jetzt trotzdem mal, weil ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger jetzt. Da kann ich euch auch gleich mal meine Spielzeit zeigen. Um 37 Stunden, 32 Minuten. Circa 60 Stunden, meine, glaube ich, soll die Hauptstory sein, aber wir haben auch schon viel Nebenkram gemacht, also ich denke, das wird schon noch ein bisschen dauern. Befehlshaber ausschalten. Kynthos Ruinen. Dort finde ich Podarkes Waffen und Vorräte. Keine Vorräte, keine Kampfmoral.
Rebellion so viel Spaß machen kann. Meine Vorratskiste. Ich sollte sie möglichst unauffällig zerstören. Okay. So, hier haben wir noch eine. Wir snacken das hier noch. Und das hier noch. So. Podarkes Truppen werden hilflos. Einen Schatz haben wir noch. Den werden wir uns natürlich auch noch holen. Ich sollte Kyra von all dem unterrichten. Sehr schön. Kairos, Kyntos Ruine abgeschlossen. Oh, eine ganz schöne Insel hier. Darf ich nicht hier? Wir sind komplett auf der anderen Insel jetzt gewesen. Okay, hier haben wir auch noch Quests. Wir werden jetzt aber zurückreisen. Oh, bin in dem blöden Kriegsgebiet. Vergesse ich jedes Mal, dass man da nicht porten kann. Wenn man in so einem gefährlichen Gebiet ist. Wenn es weiß ist, geht's. Okay, jetzt müsste es gehen. So, da unten ist er schon, die gute. Cassandra! Servus! Halt zurückgekehrt. Und wir haben Ladescreen. Und? Ist das getan? Klar. Podarkes Wachen müssen von jetzt an mit bloßen Händen und leeren Bäuchen kämpfen. Exzellent. Also, was wirst du tun, wenn Podarkes tot und die Rebellion gewonnen ist? Die traurige Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Solange ich mich zurückerinnere, war jeder einzelne Tag ein Kampf. Dann kommst du aufs Schiff. Um zu leben, zu lachen. Die Rache hat mich völlig verzehrt. Und was wird Cassandra tun, wenn alles vorbei ist? Etwas Zeit mit dir verbringen. Wir haben viel gemeinsam. Ich dachte, wenn sich der Rauch legt, suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Und was genau haben wir denn gemeinsam? Ich hab dich kämpfen sehen. So kann man nur mit dem Schwert umgehen, wenn man die Schlacht liebt. Podarkes und seine Truppen zwingen mich zu kämpfen. Ich finde keinen Gefallen daran. Ich träume vom Frieden, Söldnerin. Wir sollten jetzt los. Wenn Podarkes erfährt, was auf Delos passiert ist, wird er sich rächen. Und die Delia sind die Ersten, die darunter leiden werden. Kehre. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich zu ihm hier wahrscheinlich, oder? Sprich mit dem spartanischen Polemachen. Okay, machen wir den hier. Er muss mir auch ein bisschen helfen.
Sie könnte die Antwort auf unsere Gebete sein. Was sind Sie jetzt noch hier? Die Athener sind schwach. Wir treffen Podarkes da, wo es ihm wehtun wird. In die Nieren? Schön, dich zu sehen, Kyra. Ich freue mich auch. Seit du hier bist, glaube ich tatsächlich, dass wir diese Rebellion gewinnen können. Also, du sagtest, wir schlagen jetzt zu? Der Schatz der Insel wird an einem zentralen Ort bewacht. Wenn wir ihn finden und stehlen, mangelt es den Soldaten an Sold, Waffen und Essen. Dann wäre Podarkes endlich angreifbar. Okay. Dann stoßen wir unsere Klingen zwischen seine Rippen und verfüttern seine Leber an die Hunde. Bevor wir irgendwen an Tiere verfüttern, kannst du mich zum Schatz der Insel bringen? Unsere Spione haben ihn in der Festung Miltiades lokalisiert. Ich lasse Praxos die Truppen sammeln. Es ist besser, wenn nur wir beide gehen. Dann ist es leichter, unbemerkt rein und rauszuschleichen. Du willst mich ganz für dich allein, oder? Dann legen wir mal los. Der Sieg ist nahe. Ich kann es fühlen. Wir haben noch nicht gewonnen. Die Festung wird tückisch und die Götter können launisch sein. Die Götter haben dich zu mir geschickt. Ich glaube nicht, dass dein Tod in ihrem Sinne wäre. Also, was hältst du von unseren Inseln? Ich bevorzuge Mykonos. Auf Delos wird Blutvergießen nicht gern gesehen. Die Priester haben so viel Angst, Apollons heiligen Boden zu besudeln, dass man schwangere Frauen vor der Geburt nach Mykonos bringt. Was, wenn sie es nicht bis zur Küste schaffen? Bootskinder. Wir sind Teil des Gästehauses. Der Schatz der Insel. Reif für die Ernte. Müssen wir hier einfach nur reinrennen, das Ding holen und wieder rausrennen, so schnell wie es geht. Ja, genau. Ich muss wieder alleine rein. Vorsichtig. Da sind überall Wachen. Ich muss vorsichtig sein. Wo ist denn das genau? Das ist dort drin, ne? Das heißt, wir müssen da rein. Okay, alles klar. Ist da jemand? Oh, war wohl doch. Die Festung hat bessere Tage gesehen. Sie hätten ruhig etwas von dem Silber investieren können. Okay, da müssen wir rein. Wird Kyra sehen wollen. Was machst du da? Ja. Okay, rein und wieder raus. Haben wir gut geschafft. Rein und raus. Cassandra, da bist du ja. Es lief gut, hoffe ich. Wenn das Volk von Delos erfährt, dass Podarkes den gesamten Schatz verloren hat, werden sie ihn in Stücke reißen. Du hast Athens Einfluss auf Delos geschwächt. Podarkes bloßgestellt und den Weg für einen Bund mit Sparta geebnet. Ich könnte dich küssen. Mach doch.
Ich sehe nichts, was dich daran hindern könnte. Ach, du erfüllst mich mit Leben. Wenn du doch nur vor Thaletas nach Delos gekommen wärst. Du und Thaletas? Aber ihr seid euch in der Höhle an die Gurgel gegangen wie... Er ist ein sturer, arroganter, ruhmsüchtiger Spartiat. Aber hinter Muskeln und Rüstung verbirgt sich ein Mann, den ich gern an meiner Seite wüsste, wenn das alles vorbei ist. Falls wir überleben. Ihr beide, wie ihr am Strand gegen Athena kämpft, klingt sehr romantisch. Ich will mich nicht einmischen. Wir sollten vermutlich weiter. Sie werden bald nach uns suchen. Ich glaube, ich habe mich nie wirklich dafür bedankt, dass du hier bist. Du gibst uns Hoffnung. Ich gehe zurück zum Versteck. Doch wenn du so weitermachst, ist Podarkes so gut wie tot. Vielleicht kann ich doch Frieden finden. Okay. Dann schauen wir noch mal zu ihr zum Versteck. Genau. Göttin der Jagd. Und wir endlich mal das abschließen können. Wir wollen nämlich bald mal zu Myrine. Zu meiner Mutter. Ich suche nach Kyra. Nicht hier, bei der Jagd. Will dich dabei haben, sagte sie. Gern. Wo ist sie? Sie bittet die Götter um Glück bei der Jagd. Am Altar der Artemis. Östlich von hier. Im Norden des Gasthauses. Danke. Okay. Also jetzt bald mal den Typen da erledigen können. Damit die Insel hier wieder befreit ist. Treffsichere Artemis, lenke meine Pfeile. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass Cassandra die Tiere nicht mit ihren schweren Schritten verscheucht. Ich dachte, ich wäre leise. Wenn das schon leise für dich war, gibt es zum Abendessen nur plattgetretenes Gras. Hübscher Altar. Die Blumen erinnern mich an bessere Tage. Und du solltest dich wohl eher um deine Treffsicherheit mit dem Bogen sorgen. Ich hab doch gar keinen Bogen. Also ich hab schon einen, aber ich hieß mit dir nicht. Ich sah dich jagen. Du brauchst meine Hilfe nicht. Oh, ich wette, du fängst jede Beute, auf die dein scharfer Blick fällt. Forderst du mich heraus? Komm, der Steinbock ist schnell. Wir werden keinen fangen, wenn wir hier herumstehen und plaudern. Jetzt kriege ich dich, Podarkes. Das kenne ich. Und jetzt hier mit ihrem Steinbock fangen, oder? Ich habe Lager gejagt und gekocht.
In einer Suppe sind die nicht schlecht. Und sieh, was aus dir geworden ist. Was aus uns geworden ist. Boah, jetzt muss ich mit Jana was machen hier. Machen wir das schnell. Wunderschön. Ist es. Und jetzt zeig mir, wie du schießen kannst. Los. Oh. Artemis ist dir gewogen. Und weiß. Sag Artemis, ich habe eine andere Auge. Mach sie nicht eifersüchtig. Alter, was ist denn der hier? Du kannst wirklich gut schießen. Ich weiß. Ja, das auch. Hier sind keine Steinböcke. Mal hier hochgucken. Hier haben bestimmt noch irgendwo welche rum. Ja, da hinten. Boah. Du bist perfekt in Form. Mit dem Bogen? Das auch. Ja, und jetzt? Bist du los, Egger? Meine Leute werden satt. Und die Götter bekommen ihr Opfer. Nur dank dir. Du bist eine gute Jägerin. Warum wolltest du, dass ich mitkomme? Sei nicht naiv. Da ist etwas zwischen uns, auch wenn ich weiß, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Weil du Thaletas liebst. Zumindest dachte ich das, bis du hier eintrafst. Bei der Jagd kommt mein Geist zur Ruhe und ich kann über unsere Gespräche nachdenken. Und ist das gut? Ich kenne einen Ort, unten am Wasser. Dort ist es ruhig. Wir wären allein. Was hältst du davon? Ich gehöre ganz dir. Die Delia leiden schon so lange. Das ist das erste Mal, dass ich glücklich bin, seit der Krieg begonnen hat. Ich nehme mit aufs Schiff. Nimm das mit zu deinem Volk. Diese Inseln verdienen Frieden. Und du auch. Und was ist mit dir, wenn das alles vorbei ist? Ein paar fähige Hände können wir immer gebrauchen. Vielleicht werde ich einmal sesshaft. Doch noch ist meine Reise nicht zu Ende. Ich traue dir so einiges zu. Aber sesshaft werden, ich weiß ja nicht. Forderst du mich heraus? Hör auf, dein Glück in der Zukunft zu suchen. Wenn es in Wahrheit direkt... Also der Pirat hält mir eine Klinge an den Hals und eine an den Bauch und er fragt, wie willst du sterben, Söldnerin? Schnell oder langsam? Meine Güte, wie ging es weiter? Er war so auf mich fixiert, dass er meinen Speer in seinem Bein nicht bemerkte. Er war tot, bevor er wusste, wie ihm geschah. Bitte was? Das hat meine Martha mir beigebracht. Warum fällt es mir so leicht, mit dir zu reden? Weil sich unsere Leben so ähneln und wir Ähnliches erlebt haben. Auch wenn wir so weit voneinander entfernt aufwuchsen. Ich will dich, Cassandra. Hier, jetzt. Alter. Unter den Sternen. Ja, mach mal. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Lässt doch nichts aus.
Mykonos ist definitiv meine Lieblingsinsel. Und du bist meine Lieblingssöldnerin. Taleta sollte davon erfahren. Wird er. Früh genug. Doch im Moment muss er sich auf die Rebellion konzentrieren. So wie wir. Aber zuerst... Geht's aber ran, du. Zweite Runde. Göttin der Jagd abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir doch mal. So. Also in der Höhle ist jetzt aktuell nichts mehr. Wir könnten jetzt uns hier die Quest vornehmen. Und sie endlich mal abschließen hier. Vielleicht können wir sie ja noch mitnehmen aufs Boot. Oh, jetzt muss ich hier komplett rumrennen, oder? Oh, wir müssen hier rumrennen. Okay. Hol das Viertel. Schauen wir mal, wie geschwächt er ist. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Eigentlich kann er nicht mehr schwer bewacht sein, weil ich habe hier eigentlich alles weggenatzt. Also vorher schon. Bin ich eine Klinge in deiner Kehle. Auch wenn du mich schaffst. Wir sind überall. Es gibt keinen Stein, unter dem du dich verkriechen könntest, wo wir dich kriechen. Ihr seid es, die sich verkriechen. Ich begrabe dich so tief, dass nur Hades dich noch finden kann. Malaka. Tat ich für den Ruhm von Delos. Du hast allein gehandelt und du wirst allein sterben. War das jetzt ein Kultist? Kultist! Ja, yeah, wir können den Speer aufstufen, Leute. Sehr schön, wir können Speer unseren Speer machen. Der Höcker, er war sie, oder? So, wir haben wieder Hinweise bekommen. Enthüllen. Der Kosmos kämpft für Athen.
Deshalb kämpft Athen für den Kosmos. Ja, das ist eine Vierte, den brauchen wir gar nicht verfolgen. Können wir noch nicht. So haben wir jetzt hier nichts weiter. Können aber jetzt mal ins Inventar schauen und wir haben ja einiges an Rüstung bekommen. In der letzten Zeit wurde irgendwas Morg gekönnt. Hier haben wir, glaube ich, Stufe 29 sogar bekommen. Ja. Jägerschaden, Aufladetempo, Tempo. Das ist aber nicht recht viel besser. Oh, 30. Die wird schön werden, wenn wir die anziehen können. Viel haben wir nicht mehr auf 30. Dann können wir auch schon wechseln. 26, jetzt haben wir 25. Hier ist eine 26, Jägerschaden. Voller Gesundheit. Oh, der ist cool. Nimm den mal. So. Hier haben wir jetzt 7 Stück. Was haben wir bogenmäßig bekommen? Ein 25er. Hier haben wir einen 26er. Wir nehmen den hier, lassen wir drin. Und dann schauen wir in die Waffen noch. 9 und oh, Jägerschaden, Giftschaden. Komm, wir wechseln mal. Dolche. Ah, wir haben noch was, oder wie? Okay. Gut, was haben wir, können wir denn hier noch machen? Wir könnten hier eigentlich unseren 26er reinlegen. Dann haben wir jetzt 2 Schwerter, ist auch nicht so schlimm. Okay. Oh, wir minimal noch bis zum nächsten Level. Was können wir denn jetzt machen? Können wir jetzt hier irgendwie die Quest abschließen oder so? Ne, hier ist jetzt eigentlich nichts. Wie Mord. Das ist was anderes. Der Weg Thaletes. Ja, komm, dann gehen wir mal zu ihm hier. Sprich mit dem spartanischen Polemachen. Dann gehen wir dahin. Mein Gott, dieses Vieh! Los jetzt, her! Sauer Schluss hier. Wollte nur kurz die Insel abklappern. Jetzt haben wir schon wieder zweite Folge hier auf der Insel. Adlerfrau, mein Name ist Herodianos, der Ranghöchste nach Thaletas auf dem Feld. Des Krieges Hunde heulen und dank dir kann Sparta zurückheulen. Klingt nach einer Menge Geheul. Kämpfe mit uns! Wir rammen ihnen unsere Schilde in den Schädel und unsere Speere ins Herz. Es ist mir eine Ehre, für Sparta zu kämpfen. In den Kampf!
Was jetzt? Ist jetzt eine Schlacht oder wie? Oh, das ist eine Schlacht. Schick die Athener in den Hades. Sorry, dass ich wenig rede. Ein bisschen konzentrieren hier. Obwohl der eigentlich nicht schwer ist, aber. Das müssen wir noch einen haben eigentlich. Okay, wir sind fertig. Snacken hier noch. Oh, hier ist ja gar keine mehr zum Snacken. Okay, dann würde ich sagen, wir können die Stufe 30 Rüstung anlegen. Sehr schön. Da haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts drin. Nee.
Okay, was können wir jetzt machen? Wir könnten jetzt eigentlich schnell unseren Speer aufwerten, weil auf der Insel müssten wir eigentlich soweit durch sein. Also hier die kleine Quest noch, aber naja, die sage ich, lassen wir dann und wir gehen dann als nächstes dann auf Naxos. Aber zuerst würde ich sagen, wir müssen schauen, wo das war, hier auf Andros. Machen wir unseren Speer. Und dann geht's wieder weiter mit den nächsten Kultisten. Andros. Ah, die Rüstung schaut schon cool aus. Was ist das hier eigentlich? Können wir was machen hier? Weiß gar nicht, was maximal Level ist. 5 von dem Speer. Verbessere den Speer. Machen wir. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Okay. Speer verbessert. Okay, 9 Fragmente. Das heißt, 9 Kultisten kloppen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, was haben die hier alles für Fotos gemacht überhaupt? Alter Schwede! Ist da ein Zyklop oder was? Die sieht aus wie die Wonder Woman. Alter. Haben die da alle so in dem Alter? Komm, markieren, wir gehen da jetzt mal schnell noch hin. Das schauen wir uns an, würde ich sagen. Ja, man kann immer was Geiles finden, wenn man halt die Insel noch ein bisschen kundet. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, aber das schauen wir uns jetzt trotzdem nochmal an. Vielleicht ist es ja irgendwie so ein, keine Ahnung, episches, was man da irgendwie geile Rüstung kriegen oder so. Ach, das hätten sie auch anders machen können, hier, wenn man so weit rennen muss. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt 9 Kultisten, also das wird jetzt wieder eine Zeit dauern, bis wir wieder weiter aufwerten können. Aber ich schaue jetzt auf jeden Fall dahin mal, weil die Rüstung schaut schon mega aus. 375 Meter.
Los, Cassandra. Zieh. Wir wollen schauen, was da hinten ist. Meistens sind im Bus immer irgendwelche komischen Landschaftsbilder, was die Leute hier machen. Und... Oh, okay. Jetzt waren so viele auf einem Fleck, dachte ich mir, da musst du mal hingucken. Wahrscheinlich wird der Level 50 sein. Was wir den noch nicht killen können. Da ist er. Okay, 45. Okay, Leute, den können wir doch nicht machen. Da brauchen wir gar nicht hingehen, weil den werden wir nicht schaffen. Probieren können wir ja trotzdem. Ich speichere aber vorher jetzt. Aber normalerweise dürfen wir da keine Chance haben. Der ist 15 Level über uns und dürfte so nicht funktionieren. Der wird uns höchstwahrscheinlich one-hitten. Aber wir haben mal gespeichert. Oh, und der hat ein ganz komisches Zeichen auch drin. Ich denke mal, dass der uns mit einem Hit erledigt. 35 ist normal nicht machbar. 45, nicht in meinem Level. Ich kann mir hier keinen Fehltritt erlauben. Alter Schwede. Alter, ein Hit fast. Ja, da war ich gar keinen Schaden an dem. No change, nicht machbar. Okay, aber wir haben ihn mal gesehen. Den schauen wir uns aber auf jeden Fall an, wenn wir das Level haben, Leute. Den will ich unbedingt erledigen. Cool gemacht, hä? Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird es dann weitergehen mit Myrine. Jetzt gehen wir erstmal hier. Kultistenhinweis haben wir aber bekommen. Alles wird gut, solange ich keinen Kampf beginne. Auf jeden Fall einen Hinweis bekommen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, Leute. Und dann schauen wir, ob wir unsere Mutter finden in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es wird jetzt sehr spannend. Und bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.